willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler Videopodcasts. Mit mir in unserem Film- und Tonstudio ist meine Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir reden heute mal über eine neue Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Nämlich, wie sieht es aus, wenn der Arbeitgeber, und jetzt drücken wir uns ein bisschen vorsichtig aus, darauf hinwirkt, es empfiehlt, dass sich doch sein Personal, seine Erzieher gegen alle, bösen Sachen, die da draußen rumkreuchen und fleuchen, impfen lässt. Stichwort Grippeimpfung. Da nämlich ist es zu einem Impfschaden gekommen, unlängst. Aha, okay. Bei, es spielte nicht in einer Kita, sondern ich glaube in einem Krankenhaus oder Ärztezentrum, irgendwas in der Art war es. Und die Dame ließ sich dann eben impfen. Und an anderer Stelle und klagte daraufhin über Nacken und Hals hinten Schmerzen, weil das mit dem Impfen irgendwie mit der Nadel oder mit dem Wirkstoff oder irgendwas jedenfalls war nicht so okay. Mhm. Und sie wollte daraufhin von ihrem Arbeitgeber ein Schmerzensgeld haben. Aua. Okay. Aua. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Bundesarbeitsgericht gesagt hat. Das Bundesarbeitsgericht, und das ist vielleicht ganz auf die Schnelle interessant auch für die Träger, die an ähnliche Sachen ganz gerne denken. Sie sagen, es kommt nicht darauf an, oder in dem Fall hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, nein, du kriegst kein Schmerzensgeld. Mhm. Denn der Arbeitgeber hat es lediglich empfohlen. Er hat das freigestellt, er hat es angeregt, hat gesagt, das ist eine super Idee und er hat es sogar auch noch bezahlt. Er sagt, okay, wenn ihr das macht, prima, ich übernehme den, was weiß ich, was das da kostet. Mhm. So, und in dem Fall hätte die Dame, die dort Betroffene, von dem Impfschaden Betroffene, eben keinen direkten Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber, da zwischen denen in dem Sinne kein Rechtsverhältnis bestanden hat. Zwar hat der Arbeitgeber gesagt, ich übernehme die ganzen Kosten, weil er was Nettes tun wollte, aber letztendlich hat der Behandlungsvertrag zwischen dem, wo auch immer man sich da impfen lässt, Hausarzt oder Betriebsarzt, oder was weiß ich, wem stattgefunden und nicht mit dem Arbeitgeber. Und der Arbeitgeber war in dem Sinne auch nicht, das hatte sie dann auch gerügt, verpflichtet, über irgendwelche Nebenwirkungen aufzuklären. Sie hat gesagt, erstens ist mein Arbeitgeber schuld daran, weil er es nicht verlangt hat, weil er es empfohlen hat. Da wird mich genau differenziert, ob er es verlangt. Genau, aber sie wird wahrscheinlich gesagt haben, er hat es verlangt, oder? Nein, das ist wohl unstrittig. Das ist eine Empfehlung war, eine Anregung war, aber er hat das Ganze bezahlt. Aber sie sagt, mein Arbeitgeber, wenn er schon so eine Empfehlung ausspricht, dann hätte er mich darüber belehren müssen. Und wenn ich belehrt worden wäre über etwaige Nebenwirkungen, dann hätte ich natürlich, mich niemals impfen lassen. Das war so wohl die Kurzfassung des Urteils. Und okay, das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, da kommen wir im Prinzip dazu, dass man Vertriebsmitarbeiter darüber informieren muss. Übrigens, wenn ihr euch ins Auto setzt morgens, Straßenverkehr ist gefährlich, es gibt durchaus Verkehrstote. Könnte man, ja, oder habt ihr gehört, an alle, habt ihr gehört, es ist wohl möglich, mit Blitzeis zu rechnen und sowas. Ja, ne? Im Winter, kommt das immer wieder überraschend, sein. Also genau, das ist doch gar nicht mal schlecht. Das Bundesarbeitsgericht wird wahrscheinlich einen ähnlichen Hintergedanken gehabt haben und gesagt haben, na Moment mal, nur weil man eine Empfehlung ausspricht, etwas zu tun, gleichermaßen dann auch mit irgendwelchen Warn- und Hinweispflichten dann belastet zu werden, das kann es ja wohl nicht sein. Anders, aber das war in diesem Augenblick nicht zu entscheiden, kann es wohl möglich sein, das war eben nicht der Sachverhalt, die Gerichte entscheiden immer nur über den ganz konkreten Sachverhalt und eben nicht über alle möglichen Eventualitäten, deshalb lassen sie sich das ganz gerne auch so ein bisschen als Hintertürchen offen. Anders kann es dagegen sein, wenn der Arbeitgeber es tatsächlich verlangt. Also richtig, ob er es arbeitsrechtlich überhaupt verlangen kann, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber womöglich verlangt das halt. Egal, ob er es machen darf oder nicht. Er sagt, ich will das jetzt. So, Punkt. Und wenn man sich dann als Arbeitnehmer dem Klang und sang- und klanglos fügt, dann kann in einer solchen Konstellation womöglich auch ein Schmerzensgeld durch die Verletzungshandlung gewährleistet sein und eben auch kausal womöglich ein Schmerzensgeld durch unterlassene Hinweispflichten. Also das ist ganz spannend. Bedeutet, wenn ein Kita-Träger all mein Team bis Ende Januar zum Grippeimpfen und ich überprüfe das, ich bezahle das auch, aber wehe, wenn nicht, dann ist man drin, wenn daraus sich womöglich ein Impfschaden entwickelt. Könnte man sein, ja. Könnte man, danke vielmals. Das hat das Bundesarbeitsgericht ja so genau dann doch noch nicht gesagt, unseres Erachtens.
dann könnte man dabei sein. Wenn man es lediglich freistellt, es als tolle Idee sozusagen verkauft und sagt, okay, die Kosten gehen auf unseren Deckel, sollte man, wenn was schief geht, eigentlich mit nichts rechnen müssen. Wie ja übrigens auch alle Medien und so weiter empfehlen, lasst euch sicherheitshalber Grippe impfen, weil es ist durchaus irgendwie mit anderen Gefahren zu rechnen. Hm. Und nachher verklage ich die, ich weiß nicht. Na gut, aber das ist ein anderes Näheverhältnis. Ja, ne? Klar. Das, also, müsst mal schauen, ne? Was ist denn schon, was ist das Verlangen und was ist noch die nette Empfehlung? Da wird es wahrscheinlich auch eine gewisse Grauzone geben, das kann man nur im Einzelfall klären, aber wir glauben, dass die Entscheidung relativ schlau ist und insofern empfiehlt fleißig, liebe Träger, übernimmt gerne die Kosten, bezahlt auch, aber damit lasst es dann auch besser sein und kein sanfter Druck und vor allem kein Verlangen. In dem Sinne, ciao. Tschüss.